Programm. Und zwar berichten wir jetzt über das 36. Handballturnier der SVGO Bremen. Den Film bitte ab. 35 Jugendhandballmannschaften waren am 16. und 17. Juni zu Gast beim 36. Handballturnier der SVGO Bremen. Gespielt wurde auf 6 Spielfeldern gleichzeitig um Pokale und Platzierungen. Hier sehen wir ein Spiel der männlichen B-Jugend gegen den HSV Grimmen, dass die Blau-Gelben aus Bremen mit 11:8 gewinnen konnten. Stärkste Spieler waren in diesem Spiel der Bremer Torwart Chris Lubczyk und der Spielgestalter mit der Nummer 11 Sören Kasar. Aber was ist ein solch großes Event ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer? Hier sehen wir zum Beispiel 2 Damen am Grill, die Schwenksteaks zubereiten und verkaufen. Nun sprach ich mit einer der vielen ehrenamtlichen Helferinnen. Morgen ist losgegangen, sondern es bestimmt bedarf da einer exzellenten Vorbereitung für so ein Event. Wir sind angefangen mit der Vorbereitung vor 3 Wochen, 4 Wochen bin ich angefangen, die Arbeitspläne fürs Kuchenzelt zu schreiben. Ja, und letzte Woche mit Bös, das klappt ja immer ganz gut. Da brauche ich ja nur meine Bestellung aufgeben, dann läuft das. Ja, ab D-Jugend und C-Jugend, die heute nicht spielen, die müssen also die Plätze kreiden. Die müssen Müll aufsammeln und das gehört alles dazu. Nun sind wir beim Ortsderby TSV Lesum St. Magnus gegen den SV Gramko aus Sepshausen bei der männlichen C-Jugend. Die Blau-Gelben gewannen dieses Vorrundenspiel letztendlich deutlich mit 18:8 Toren. Der körperliche Unterschied war in dieser Altersklasse besonders deutlich zu sehen. Am Ende belegte die Mannschaft des Veranstalters den undankbaren 4. Platz. Zu einem Turnier in dieser Größenordnung gehören natürlich ausreichend Schiedsrichter. Ich sprach mit einem. Was zeichnet das Handballturnier der SVGO Bremen auch jetzt nach der Fusion mit SGO aus? Oh, was zeichnet das aus? Ich finde, die Stimmung ist sehr gut hier. Ich finde es gut, dass fremde Mannschaften noch von weit her kommen und das hat man selten noch. Ich finde gut, dass heute das Wetter ausgezeichnet ist und allgemein die Stimmung ist ganz gut hier, denke ich mal. Wie viele Spiele muss man so pfeifen von morgens um 8 bis abends um 8? Also jede zweite Runde, das wäre schon ganz gut, dann sind wir schon zufrieden. Da viele auswärtige Vereine mit verschiedenen Mannschaften zum Turnier kamen, mussten die Organisatoren der SVGO Bremen für eine bunte Zeltstadt sorgen. So mussten 660 Übernachtungsgäste mit Frühstück versorgt werden und eine große Disco am Samstagabend sorgte für Abwechslung. Aber es gab auch Mannschaften, die sich wie hier die weibliche B-Jugend des HSV Falkensee ernsthaft auf das nächste Spiel vorbereiteten. Hier sehen wir die Mannschaft aus dem Berliner Randgebiet im Spiel gegen den Handballkreis Hellweg. Die Brandenburgerinnen gewannen ihr 4. Spiel in der Vorrunde mit 10:6 und belegten am Ende des Turnieres den 3. Platz. Was zeichnet dieses Turnier bei der früher TV Gramke, jetzt SVGO Bremen aus? Das ist die herrliche Atmosphäre, die wir hier haben, muss ich wirklich sagen, weil die Verantwortlichen, wir haben unsere direkten Kontakte dann mit dem Heinz Denker und mit dem Kenneth Böhnke und diese nordische Gelassenheit, mit welcher Ruhe das Turnier hier abläuft, ist absolute Spitze. Ist richtig gut. Wir als HSV nicht. Wir sind jetzt, Heinz Denker wollte nochmal nachgucken, wir sind jetzt das 12. Mal, glaube ich, hier. Immer dicht umlagert waren die Tafeln mit den neuesten Ergebnissen der anderen Spiele. Den 2. Platz in der Altersklasse der männlichen A-Jugend belegte in der Endabrechnung des Turnieres die in Blau-Gelb spielende Mannschaft des Veranstalters SVGO Bremen. Hier sehen wir die Mannschaft in ihrem Vorrundenspiel gegen die Mannschaft vom HSV Grimmen, das spannend 9:9 endete. Damit fragte ich noch einen der zahlreichen Problemlöser. Was ist deine Aufgabe hier? Ich habe eigentlich keine feste Aufgabe, Mädchen für alles. Wenn Pommes gebraucht werden, Würstchen gebraucht werden, wenn Probleme irgendwo bei den Zelten sind, eigentlich für alles einsetzbar. Wenn man die Resonanz von den auswärtigen Vereinen auch kriegt, die jetzt lange Fahrten hierher haben und dann hört, dass es ein super schönes Turnier war, dann sind wir schon zufrieden. Über weitere Ereignisse am Turnierwochenende können Ihnen sicher unsere Studiogäste Auskunft geben. Und ich begrüße natürlich jetzt recht herzlich im Studio die beiden Organisatoren, die den Hut auf hatten und sonst auch den Hut auf haben beim SVGO, wenn es das Thema Handball angeht. Einmal Heinz Denker und Kenneth Böhnke. Danke, dass ihr da seid, schon vorab. Ja, wie war eure Wahrnehmung von dem 36. Turnier, das ihr jetzt schon durchgeführt habt? Vielleicht fängst du an, Kenneth. Aus meiner Warte war es eigentlich ein ziemlich entspanntes Turnier. Nein. Also ich brauchte noch nie so wenig während des Turniers organisieren oder machen. Das war im Vorfeld schon alles erledigt. Heinz, hat das damit zu tun, dass ihr es wirklich schon seit 36 Jahren macht oder habt ihr so gute Vorlaufzeiten? Wie kommt es, dass was tut ihr dafür, damit,
das wirklich so gut abläuft? Also, wir haben einen sehr großen Mitarbeiterstab, sehr viele, die das ehrenamtlich machen. Ich glaube, wenn die nicht wären, wäre A, das Turnier nicht so groß, nicht so beliebt bei den Gästen. Und ich glaube, der ein oder andere von uns hätte auch schon die Lust verloren. Und davon sind wir ganz weit entfernt. Ihr macht nicht nur das Jugendturnier an einem Wochenende, sondern ihr macht auch noch davor das Erwachsenenturnier. Das heißt, ihr sagt, ach, das buchen wir beides. Sieht da der Stab denn anders aus? Ich habe gehört, dass ihr dann bei dem einen müssen die Jugendlichen helfen, bei den anderen helfen die Erwachsenen. Das ist also euer Konzept? Ja, ganz so geht es ja nicht, dass die ganze Jugend jetzt die ganze Arbeit machen kann. Da müssen die Mannschaften auch tatsächlich, wenn sie spielen, trotzdem in die Pommesbude oder ins Kuchenzelt. Und wir sind natürlich auch auf die Eltern angewiesen, ne, von den Jugendlichen, dass die auch dann mitarbeiten. Die arbeiten tatsächlich in Schichten dann im Kuchenzelt oder in der Pommesbude oder im Getränkewagen, in der Steakbude, egal was es ist. Und abends haben wir ja auch noch eine große Disco, ne, jeden Sonnabend. Also buntes Programm auch drumherum, ja. Viele Helfer. Was ist eure Motivation und was tut ihr darum, die anderen zu motivieren? Dass wir das Turnier so ausrichten, dass es allen Spaß macht, sowohl den Gästen als auch den Mitarbeitern. Kenneth, vom Spielerischen her, wie ist das Turnier abgelaufen? Gab es irgendwelche Highlights, irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Oh, wenn du mich so fragst, nach den Spielerischen, da habe ich gar keine Zeit zu. ich bin mehr für das Organisatorische zuständig und damit Bratwurst da läuft und dass ich meine Helfer, ohne die ich sowieso nicht klarkommen würde oder das Turnier nicht laufen würde, wenn ich das Orga-Team nicht hätte, dann gibt es das Turnier auch nicht mehr. Vom Sportlichen kriege ich eigentlich kaum was mit. Heinz, hast du was mitbekommen vom Sportlichen? Nee, nicht so sehr viel. wenn ich dann über den Platz gehe, dann geht es eigentlich mehr darum, mit den Helfern zu sprechen oder auch mit den Stammgästen, die also ja nun schon sehr lange, teilweise 25 Jahre lang zu uns kommen. 75% der Vereine sind sowieso als Stammgäste zu bezeichnen, sicherlich nicht 25, aber doch schon häufig da. Und das macht eigentlich mehr Spaß, als zuzugucken, wer nun gerade spielt oder wer gewinnt oder verliert. Nun habt ihr ja gerade eine Fusion hinter euch, also SVGO ist ja entstanden aus TV Gramke und SGO. Wie ist das angenommen worden, gerade bei den Stammgästen? Dieser Stamm der Helfer ist hauptsächlich aus dem alten Turnverein Gramke. Und da unsere Gäste das wissen und auch unsere Arbeit geschätzt haben oder weiterhin schätzen werden, kommen die trotzdem. Ne? Ja, und klar. Wir bleiben auch auf dem kleinen Platz, weil der so schön familiär ist. Also gewohnte Umgebung auch für die Gäste. Ja, natürlich. Wird es nächstes Jahr wieder ein Turnier geben? Aber selbstverständlich. Wann fangt ihr mit den Vorbereitungen an und wann kann ich mich, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe das gesehen und das scheint ein super Turnier, wo kann ich mich melden, ab wann kann ich mich anmelden? Also die Einladung, also bei mir fängt die Vorbereitung schon im Januar an und da werden die Einladungen verschickt. Einmal per Post ganz normal, 950 Einladungen und dann nochmal das gleiche an E-Mails und solchen Sachen. Und informieren kann man sich unter normal www.svgobremen-handball.de. Und deswegen vielleicht eben als Ergänzung, wir werden uns mit Sicherheit in den nächsten Tagen oder innerhalb der nächsten 14 Tage zusammensetzen, um genau zu sagen, an welchen Tagen im nächsten Jahr das Turnier stattfindet. Das heißt also, wenn du dann in 14 Tagen anrufst, sagen wir dir auch genau, wann du starten kannst bei uns. Alles klar, okay. Du kannst dich auch schon vorher anmelden. Vielleicht als, wie hießen die Helfer, die für alles? Das Orga-Team. Problemlöser. Finde ich einen guten Titel, den hätte ich gerne mal. Danke euch, dass ihr wart. Hut ab vor eurer ehrenamtlichen Tätigkeit und solche Sachen braucht ein Stadtteil wie Gramke und Oslipshausen, Rüppling. Macht weiter so. Danke. Danke.